Wir reagieren heute endlich auf den F1 23 Breaking Point 2 Trailer und auf den F1 World Trailer. Ja, gerade rund um F1 World ist für mich, oder Deep Dive ist für mich, ein riesen Fragezeichen. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts darunter vorstellen und ich hoffe natürlich, ihr abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen da und wir reagieren rein. Ich freue mich auf neue Bilder, neue Ausschnitte und ich durfte auch die Beta testen und da werden wir auch am Freitag, ja, komplett ausführlich werde ich darüber erzählen und vor allem werden wir auch heute am Ende des Videos, werde ich dann noch ein, zwei Worte dazu sagen. Los geht's. Ja, hier der schöne Fahrt. You have got to drive the car you're in. You're lecturing me. Get lost. War mir auch klar. Das war mir ehrlich gesagt klar, dass es zwischen den beiden kriseln wird, denn sie sind keine Freunde und das werden sie, glaube ich, auch nie im Leben mehr werden. Deep Dive Series. Today we have information on two areas of the game. First up, Gott sei Dank. Ich habe den Modus immer geliebt. Da gab es, hier haben wir jetzt schon mal das Menü, ziemlich cool. Man hat Breaking Point, Career, F1 World, Local Multiplayer, League Racing ist jetzt ein neuer Punkt. Store ist natürlich jetzt wegen EA oben rechts, das hat man gleich gehalten. Gefällt mir sehr gut, wirklich sehr, sehr schön. Caillou. I'm joking, das ist natürlich bad, wenn das passiert. Sehr schön. Auch dieses Gebogen ist wirklich auch schön in Formel 1 in dem Beta-Version. Genau, das fiktionale Team. Auch wieder Jeff hier. Ich bin auch gespannt, ob wir im deutschsprachigen Raum jetzt auch endlich eine neue Stimme für Jeff bekommen oder ob der gleich bleiben wird. Also die hat sich ja nur im Englischen geändert. Devin Butler, genau. But their seats may not be safe for long, with new prospect Callie Mayer dominating the Formula 2 season. The writing team collaborated with... doch, sie ist doch inspiriert von Jamie Chadwick, der ja, Überfliegerin in der F1 Academy und jetzt auch Ersatzfahrerin für Williams. Und die ist dann doch inspiriert von der. Finde ich ziemlich cool, dass man da auch eine weibliche Person mit reinbringt. Three-time W Series World Champion. Und Williams F1 Sie ist schon eine Entwicklungsfahrerin. Chadwick, to bring Callie's story to life. I like the idea of Callie being very much focused on performance results. Breaking Point 2 cinematic cutscenes help immerse you in the narrative with major. Boah, das sieht schon um Welten besser aus. It's just Devin being Devin. Using DI4D technology. Ja, man merkt schon den Unterschied. The characters feel more realistic than ever before. Also man hat jetzt eine Performance und eine Reputation und die können dann einfach steigen. Mit dem Fortschritt von Formel 1 finde ich auch sehr cool. Oh mein Gott, geiles Szenario. Ja, Rewards. Also durch diese Level bekommt man dann auch Rewards. Your press responses and management. Ach nein, gibt's wieder Interviews? Finished. And completing or failing those objectives. Das ist ja cool. Can affect how a certain storyline plays out. Es gibt auch wieder Challenges. Progress in Breaking Point 2 still earns you podium pass XP and as a pre-order bonus some of the Breaking Point characters are available. Boah, das ist ja geil. Das ist ja sehr cool. Man kann also Jack und Devin Butler als Icons benutzen und hier haben wir auch schon zwei der neuen mit Kamui Kobayashi und Pastor Maldonado. Weiß jetzt nicht genau, warum Pastor Maldonado, ja vielleicht, weil er Spanien mal gewonnen hat, aber warum Kobayashi? Also er hat eher nach seiner Formel 1 Karriere, ja, die Karriere gestartet. Aber trotzdem, sehr, sehr cool, dass man die jetzt auch als Fahrer für sein Team nehmen kann. Sehr genial. Oh, das schaut sehr gut aus. Cool. Und damit lässt man sich natürlich auch die Tür offen für eine weitere Fortsetzung in den nächsten Spielen. Breaking Point 2, cool. In F1 23 we're also introducing F1 World, which is a new hub for a variety of daily, weekly. Also hier haben wir schon mal F1 World, auch das Menü im Ausschnitt, natürlich auch wieder im Hintergrund diesen ganzen Wohnbereich. Kannst du wahrscheinlich wieder erweitern, einrichten und so weiter. Ist jetzt nicht meins. Garage. Compendium, Constellation und Trophies Showroom, das ist auch klar. Gibt es da noch wieder Supercars? Werden wir vielleicht auch noch sehen.
Das ist cool. Das ist ja sehr cool. Man kann Challenges also jetzt machen, um sein Level ein bisschen zu upgraden. Das hat mir auch ein bisschen vom Lance 22, auch schon 21 teilweise gefehlt. Man hat so diese Standard-Modis mit Einzelspielerkarriere und auch mal Teamkarriere. Dann hast du eventuell noch die Fahrerkarriere im Duo, also in Coupe. Und du hast noch Grand Prix und Time Trial. Das war's dann aber. Ja, diesen Supercar-Track. Aber es gab halt nie so Herausforderungen, die du meistern solltest. Oder, keine Ahnung, du startest vom 10. Platz und musst Dritter werden in einem Szenario. Das finde ich sehr, sehr cool. Und hat euch das auch irgendwie gefehlt? Okay, dann wird das Tech-Level höher. Ich hoffe halt nur, dass man das jetzt nicht mit Geld noch schneller und mehr upgraden kann. Denn das wäre dann halt wieder so ein bisschen Pay to Win, wie ich es von EA schon ein bisschen kenne. Oh, Katar. Das ist ja schön designt. Sehr, sehr cool mit Australien. Sehr schön, schön. Katar, Monaco. Auch die Grafik sehr, sehr schön. China, Frankreich, Sanford. Oh nein, es gibt sie wieder. Es gibt sie wieder, die Kack-Supercars. Ich hätte mir so gewünscht, dass eventuell Classic Cars zurückkommen. Das war mir auch klar, dass die nicht kommt. Aber dass man jetzt wieder die Supercars reingibt. Ja, ist okay. Gefällt mir nicht. Bin kein Fan von. Oh mein Gott, schau, wie viele Punkte in Europa. In Asien auch schon ein paar. Kein einziger in Afrika, vielleicht nächstes Jahr. Auch cool gemacht mit diesen Punkten überall. There's something here for everyone with updated content drops that align with the real world. Das ist ja cool, es wird dann auch immer weiter Updates geben mit noch mehr Challenges. Iron Man zum Beispiel hier, Quick Race Amerika, Quick Race Europa, Pirelli Hot Lap. Das kannst du alles abarbeiten und steigerst damit dein Level. Das ist sehr geil. Das ist wirklich unnormal cool. Das feiere ich auch auf jeden Fall, dass du so global dich mit anderen messen kannst. Ach, du kannst sogar ein Auto upgraden. Ich hoffe halt, dass man dann zum Beispiel, wenn man online fährt, in Lobbys mit gleichen Autos gesteckt wird. Das wäre nämlich unfair, wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, du in Level 250 bist und die anderen schon in 1000 oder so oder noch höher. Denn es wäre ja dann ja eher so unschaffbar für dich als Fahrer, da ja, zu reinzukommen. To make it faster and more powerful. Upgrades in F1 World are split into two categories. Das ist ja cool. Man kann alle, man kann sogar die Karosserie, Chassis und so weiter umdesignen und auch neuere Teile drauf geben. Sehr, sehr cool. Ich hoffe auch, dass man da ein bisschen näher in die Materie reingeht. So ein bisschen auch mit Bezeichnungen und so. Das würde ich sehr cool feiern. Mit Tutorials und so. Oh mein Gott, es gibt sogar Teamprints, aber die kann man sich selbst aussuchen. Cool wäre dann auch, wenn es dann zum Beispiel Icons geben würde, mit Shotots, Flavio Briatore, Ron Dennis, also das wäre schon cool und ich mal mir das auch gut für die Zukunft aus. Principal, Strategist, R&D Team and Sponsors. These can also have contracts assigned to them that award bonus gameplay mods. Das ist cool. Das ist sehr cool, das ist echt geil. On your F1 World journey, commemorate your progress with a new compendium. It's your virtual sticker album that celebrates. Ja, wozu brauche ich das? Past and present. F1 World's new engineering system allows you to use resources to complete blueprints and craft various upgrades. Contracts, Compendium Stickers and more. Within F1 World, you can also kannst du jetzt auch dann die E-Sports direkt im Game angucken. Ja, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Bin kein großer E-Sports-Gucker. Wenn ich mir das ansehen will, kann ich das auch auf YouTube machen. Aber was das mit den Stickern auf sich hat, habe ich nicht ganz verstanden. Compete in F1 23 E-Sports Series and the revamped ranked multiplayer mode with a new division-based ranking system. Compete in ranks over the course of the week to earn points and climb. Man kann sich dann wieder messen. At the end of the week, players at the top of the leaderboard. Silber, Silber, Gold, 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 Gold und Elite Division. Okay. To the Elite Division. This is no longer a group. Ich denke auch, das wird sehr, sehr lange dauern, bis du da wirklich hohes Level hast. Das ist ja cool.
Wenn du in höheren Divisionen bist, kannst du einen Prozente-Boost für deinen Battle Pass bekommen oder für deinen Podiumspass bekommen. Frage ich mich auch wieder, ob es dann mehr Prestige gibt zum Beispiel, denn das war die 30 Level sind zu einfach. Ich würde fast sagen, ein 100 Level Podiumspass wäre noch cooler. Boah, das sieht echt toll aus, das Game. Gives players many opportunities to speed up their podium pass progression and earn great rewards. With F1 World in F1 23, you can truly pick and choose how you want to play and progress. And along with the new chapter for Breaking Point, we can't wait for you to experience it all. Ich kann es auch kaum mehr erwarten. Sehr, sehr cool. Das Game kommt natürlich am 16. raus. Ich freue mich extrem, Leute, drauf. Das wird sehr cool. Das wird sehr, 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 sehr cool. Ich kann mich extrem das gut vorstellen. Und ja, ich wollte natürlich auch noch ein, zwei Wörter zu meiner Beta-Testphase sagen. Ich durfte am Wochenende die Beta testen von F1 23. Also man hat keine Teams bekommen, man hat nur eine Anzahl an 5 Rennstrecken bekommen. Wir haben Bahrain gehabt, Imola hatten wir, Bahrain, Imola, Monza, Großbritannien und Abu Dhabi. Und das war es dann auch schon. Man hatte nicht viel Auswahl. Multiplayer-Modus läuft ziemlich gut. Handling-technisch, muss ich sagen, hat sich natürlich einiges verändert. Also dieses Handling wie damals, man rutscht jetzt nicht mehr leicht weg. Es ist, ich würde mal sagen, genauer geworden, präziser geworden. Wie die Team-Designer aussehen, hätte ich gern gesehen, habe ich leider nicht. Overlays sieht gut aus, was es bei uns schon gab, sieht sehr gut aus. Netcode schaut auch sehr stabil aus, also nie Abstürze oder so. Generell Spielabstürze und so ist eh Standard, dass man das hatte. Und Formel 1 23, all in all, schaut sehr, sehr gut aus. Man muss halt auch sagen, dass Formel 1 23, die Beta-Version, die ich gespielt habe, war natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem anderen. Wir hatten keine neue Map zum Beispiel. Das Handling, ja, auch bei den Setup-Einstellungen fällt auf jeden Fall auf, dass man einiges geändert hat. Man muss zum Beispiel mehr Differential geben, bei Bremsdruck und so weiter. Gibt es jetzt andere Einstellungen, das sehen wir aber dann alles, wenn das Game richtig draußen ist, am 16. Und ich freue mich extrem. Abonniert unbedingt gerne den Channel, kostenlos, dass nichts mehr passt. Es wird später dann noch ein My Team Rennen kommen und morgen oder übermorgen dann wieder der Countdown. Schaut euch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, bis morgen oder übermorgen und ciao.